Das schon pu mal haut Reetsgang vun engem vun den Herpartneren, net nëmme vun der Frau Agricole, méi och vun der Landwirtschaft. An dat ass mat Sicherheet d'Luxle, déi jo net wäit wäch vun Haido Hemas, nämlich um Roucht, wo seg schein nei Firma gegrinnt, wo fir un puer Joer, an hire Präsidente Marc Reiners ass bei eis. Schene gute Mëttech. Gute Mëttech. Ich kann soen, dass d'Verbindung tëcht dem Bauer an der Luxle ganz eng ass, dat nämlich vun der Form hier ein Kooperativ Bauern, hu sozusagen selber die Luxle gegrinnt. Hast du? Genau, Luxley, das ist ein Genossenschaft, ein Kooperativ, die ist im Jahr 1894 gegründet worden. Das ist schon lange her, das haben wir letztes Jahr mal 125 Jahre gefeiert. Die Molkerei, das war damals eine ganz kleine Molkerei an der Stadt gewesen, am Boulevard de la Pétruse, am Hochschul Boulevard d'Avranches. Und das hat sich entwickelt an den Jahren bis zum Krieg und du hast immer mehr und immer mehr Bauern haben ihre Milch dahin geliefert. Für was wird eine Genossenschaft gegründet? Eine Genossenschaft ist eine Vereinigung von Milchbauern, in dem Fall hier bei der Luxle. Die haben sich beigetan, für ihre Produkte zu produzieren und sie für sie zu vermarkten. Weil in der Tat nur am Einzelnen, nicht jeder kann einzeln seine Produkte produzieren und vermarkten. Dafür werden die Genossenschaften gegründet. Die Genossenschaften, die sind so strukturiert, dass Bauern ein Komitee bilden. Der Komitee hat den Präsident, in dem Fall sind ich das bei der Luxley. Und die gehen alle von dafür frisch gewählt. Das heißt, so an einer Genossenschaft, das haben immer die Bauern. Und auch das Geld, was verdient wird an der Genossenschaft, das geht integral alle Gärten an die Bauern. Es kann in ja auch besichert kommen, für das zu erleben, wer dir tatsächlich du produziert. Ne? Du gehst um Vitarium zum Beispiel eine ganz flotte Erlebniswelt. Ja, wir haben an der neuen Molkerei am Rausch, die 2009 abgegangen, haben wir eine Galerie de Visite gemacht, weil Produktionshallen an sich darf kein Ragoen, wenn es da hingehen. Ich meine, das versteht den. Dafür gauf eine Galerie gemacht, wo überall Fenster dran gemacht gaufen. Und da kann in die ganze Molkerei kann in durch die Galerie gucken gehen. Und da sind noch gewisse Themenbereiche, die ausgestaltet sind, wie Aalverpackungen oder Aalmaschinen sind an denen Gang zu gucken. Filme kann in da gucken. Also das ist wirklich ein ganz flott Sache. Und wir sind noch am Planen. Für nächstes Jahr die Galerien do auf Audio-Guide umzubauen. Das Chemie muss do matt gehen. Und da kann jeder sich so lange do abhalten, wie er will. Und er kann das roh genießen. Das wird mit Audio-Guide gemacht ja, für Schulklasse, für Kanner und für Erwachsene wird das gemacht. Mit das liegt an der Planung, da wird wahrscheinlich die ganze Bauernwelt an einem kleinen Musee, nicht nur von der Milch, auch von der ganzen Bauernwelt, vom Feier, von alles, wird durch ganz kleine Müse agriert. Ich wollte das Kuba aber bei uns auch andere Emissionen, weil man die Leute schon im Radio gesagt hat, das ist ja wirklich ganz flott. An ihrem Segment hier, die Jodax, die aufgeht zum QPL. Könnt ihr vielleicht ein bisschen kurz erklären, was das da geht? Ja, also QPL, das ist also ein Qualitätsprogramm für uns Bauern. Ich meine, man muss verstehen, wie ein Luxley hat als Molkerei, als Fabrik schon immens viele Zertifikate, die sie muss anhalten. Ich meine, ein Essware-Betrieb, den ist unwahrscheinlich hygienisch und du musst Traceabilität von den Produkten muss wirklich bis auf den Bauer zurückgehen. Weil da ist aber eine Tagung, weil immer mit Klienten immer gefragt haben, was man ja Bauern daheim auf ihre Betriebe für Qualitätsprogramme. Haben wir schon vor 15 Jahren damit angefangen, den QPL, den Qualitätsprogramm, da aufzustellen. Der Qualitätsprogramm, den ist auf 6 verschiedene Punkten abgebaut. Das heißt Tierwohl, Nummer 1 zum Beispiel, wo geguckt wird, wie geht denn Tiere, wie sind sie gehalten im Betrieb, haben sie genug Platz, haben sie genug zu fressen, wie sehen sie aus, wie ist die Proprietät. Und das ist System, das geht mit K.O.-Punkten. Das heißt, der QPL den hat 54 Punkte, aber von den 54 Punkten sind 12 K.O.-Punkte. Wenn in denen das fällt, dann muss ich gucken, dass ihr dort drauf könnt, egal wie, weil das geht so weit, dass die Milch kann refusiert werden auf den Betrieben. Und dafür alle Bauern hat den Anteil, und das ist kein Problem.
für die Punkten, die 54 Punkte dort zu erfüllen. Muss sie nicht gerade alle Gärten haben, aber wenn sie alle Gärten hat, natürlich wird besser. Mhm. Wenn ich dann auf den zweiten komme, dass zum Beispiel die Kennzeichnung von Noah machen, dass alle ein bisschen Ohr mal gern hat, dann haben wir, wie geht Milch gewonnen, wie ist die Proprietät von der Milchkammer, wie ist die Proprietät vom Merkstand oder von der Roboterin. Als Milch gut gekält, ist alles in einem properen Zustand. Das sind das erste, die kontrolliert gern. Und wir haben also QPL, das lässt ja ganz überschafft, und wir haben einen wichtigen Punkt mit beigeholt, und das ist die Umwelt. Ich meine, wir haben von der Umwelt gedacht, mir geschwatt, ich meine, CO2-Ausstoß in der Landwirtschaft oder an der Industrie, überall geht davon diskutiert. Und auch mehr als Luxle müssen wir dem Challenge stellen, und dafür haben wir als sechster Punkt beim QPL, haben wir die Umwelt mit Rabrat. Das heißt, die Punkte, zum Beispiel geguckt, ob als Bauern, die bei uns Milch liefern, ob die an der Landschaftspflegeprämie gemeldet sind, ob sie die kriegen oder nicht. Weil es ihnen dann nur gelernt, mal für anzufangen, für so Umwelt solche mitzumachen oder an einem Biodiversitätsprogramm mitzumachen oder an einem Umweltprogramm mitzumachen, die von unserem Staat angeboten werden. Und wir sind da am Gang abzubauen. Da wird das ja alles abgeholt, dass man das schriftlich alles hat. Und ich meine, die QPL sagt, das ist alles gesehen, wenn das nicht kontrolliert wird von einem externen Audit, den das alles mit 10% pro Jahr kontrolliert. Dafür, das ist für die Sicherheit von unserer Milch zu rassurieren. An den Konsumenten, das mit rassuriert, wenn er das hört, dass er sich kriege Qualität daheim. Kauft lokal, da das ein bisschen zu wie am Konfinement gewesen. Die Leute also da voll an der Linie, die Leute sollen sich da passen, wer zu kaufen. Oder? Genau, ich meine, das hört ihr überall am Radio oder am Fernsehen, kauft lokal. Ja, 100%, weil wir haben gemerkt, zumal so eine Luxe, also von der Chain, die ist 14 Tage, wie das Konfinement gekommen ist. Wir hatten viele Congé-Familiale, wir hatten Krankschreibungen. Wir wussten nicht mehr, ob wir Produktionen können rassurieren. Und einfach hat es geklappt. Dafür mal ein großes Merci an unsere Belegschaft, vom Direktor bis zum Erbester an Erbesterin. Also wirklich, was die gelesen haben, die letzten zwei Monate, das war außergewöhnlich bei Luxley. Man konnte richtig viel erschaffen. Man hatte nicht eine Produktion, die man nicht konnte machen, weil man einen Selektor hatten, die für Luxley durchstuhe. Aber für lokal anzukaufen, ja, ich kann nur einen Appell an uns Lützebäuer Klientel machen, weil ein ganz gut Klientel für Luxley ist, so viel anzufahren, an mehr lokal anzukaufen. Und nicht mehr Milch, ich meine einen Appell auf Fleisch und Tier und alles, was heute zu Lützebüsch produziert wird. Heute sind wir immens kurz, da muss ich mal bedenken, das Land hat nämlich 82 Kilometer an der Länge, da kann euch das Produkt nicht weit gefordert werden, der Markt geht für die Umwelt und der unterstützt die Lützebäuer Landwirtschaft. Merci Marc Reiner, als Präsident von der Luxemburg Kinder, bis du nur wenn schwätzen, wir müssen schon nie was zu schicken, Rechnung nur. Merci vielmals für den Besuch bei uns am Studio.